Die ersten Vorboten des Kulturhauptstadtjahres 2024 im Salzkammergut sind da. Das Musical Briefe von Ruth im Rahmen des Musical Frühlings Gmunden zählt dazu. Es erzählt die Geschichte der Wiener Jüdin Ruth Meier zur Zeit des Nationalsozialismus. Uraufführung ist morgen. Ihre Tagebücher sind Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes. In ihrer Heimat Österreich ist sie kaum bekannt. Ruth Meier, 1920 in Wien geboren, wird oft auch als die österreichische Anne Frank bezeichnet. Als junges Mädchen beginnt sie, akribisch Tagebuch zu schreiben, über all das, was sie beschäftigt. Vielleicht wird jemand nach meinem Tod das lesen. Ich wünsche ihm Glück. 1939 flieht Ruth nach Norwegen, wo sie ihre große Liebe, die Dichterin Gunvor Hofmo, kennenlernt. Die Tagebucheintragungen enden erst kurz vor ihrer Deportation nach Auschwitz, wo sie mit 22 Jahren vergast wird. Ich muss mich manchmal selber am Riemen packen, dass man nicht als Privatperson auch hineinfällt, sondern dass man wirklich versucht, in dieser Rolle zu bleiben, was manchmal an manchen Stellen tatsächlich schwer ist, wenn man sich dann vorstellt, unter welchen Umständen das alles verfasst wurde. Die Welt ist nicht schlecht, ist in einem von Ruths Tagebüchern nachzulesen. Ein Satz, der ihren unbändigen Lebenswillen unterstreicht. Die Musik stammt aus der Feder des Grammy-nominierten norwegischen Komponisten Gisle Kverndorp. Es ist eine wichtige Geschichte und ich denke, es ist nicht nur traurig und tragisch. Es ist auch viel von Leben, dem Willen zu leben. Der Autor Jan-Erik Woll, das diese Tagebücher publiziert hat, hat gesagt, es ist eine moderne Romeo und Julia Geschichte. So vielleicht ist es das. Seit 2015 geht der Musical-Frühling im Stadttheater über die Bühne. Auf dem Programm stehen Stücke mit Tiefgang und künstlerischem Anspruch. Auch dieser Zugang zum Musical, dass man sagt, es ist leichte Unterhaltung. Ja, es ist Unterhaltung, aber es ist nicht immer nur ganz leicht. Und wir muten unserem Publikum schon was zu und wir trauen ihm auch was zu. Wir haben auch ein Publikum, das das möchte. Briefe von Ruth im Stadttheater Gmunden. Ein berührendes Musical, das daran erinnert, dankbar zu sein über die positiven Dinge im Leben.